Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ich habe heute mal wieder einen Zuschauer-Replay dabei von keinem geringerem als Odinson. Der ein oder andere wird ihn sicherlich schon aus meinem Stream kennen, er ist schon seit Jahren eigentlich regelmäßiger Mitfahrer in meinen Viewer-Platoons und ich denke, der ein oder andere wird auch schon seinen Anekdoten gelauscht haben, wie er mit Pfeil und Bogen den Verehrern seiner Tochter nachstellt. Also wir haben es hier mit jemandem zu tun, der ist Vollzeit berufstätig, Familienpapa und muss sich eigentlich in seiner Freizeit darum kümmern, die Verehrer fern von seiner Tochter zu halten. Und er hat mir ein Replay geschickt und hat gesagt, Maus, normalerweise schicke ich dir keine Replays, aber das guck dir das mal bitte an. Ich habe mir nur die Postgame-Stats angeguckt, habe mir das Replay aber noch nicht angeschaut und habe mir gedacht, ja, das müssen wir uns definitiv mal angucken, weil ich bei den Postgame-Stats schon ein bisschen neidisch geworden bin. Und ein weiterer Grund, warum wir uns das jetzt hier angucken, der richtet sich vor allem an die Leute, die immer sagen, ja, ganz ehrlich, Paid Actors, ihr Streamer habt immer schlechte Mitspieler, schlechte Gegenspieler und ich kann ja gar nicht so gut werden. Odinson ist jemand, der overall 1100 WN8 fährt, 48% Siegrate, mittlerweile aber deutlich im grünen Bereich ist und teilweise sogar schon im blauen und lilanen WN8-Spektrum unterwegs ist. Von daher sollte sich jetzt jeder mal fragen, was ist eure Ausrede, wenn jemand, der eigentlich kaum Zeit hat, weil er so viele Verehrer seiner Tochter verjagen muss oder jagen muss, ja, nicht nur verjagen, sondern auch jagen und parallel noch arbeiten geht und dann irgendwie versucht, sich auch noch in World of Tanks zu verbessern. Also das ist schon eine Mammutleistung und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal gemeinsam an, was er hier zustande gebracht hat. Er sitzt im T54 Lightweight. Die Ausrüstung kann ich jetzt hier leider nicht sehen, hat er mir in der E-Mail auch nicht geschrieben. Aufgrund der Sichtweite gehe ich mal davon aus, ja, weil wenn man sich das hier so anguckt, das sieht nicht aus, als wenn das jetzt hier besonders krasse Viewrange ist. Musst du mal in die Kommentare schreiben. Also ich gehe mal davon aus, Lüftung ist am Start, Ansetzer ist am Start. Vielleicht ist sogar komplettes Kampf-Setup und keine Optik dabei. 20x Standard-APCR, 20x Premium-APCR, keine HE, großes Med-Kit, großes Rap-Kit und Ration. Das ist, denke ich mal, ein Setup, mit dem man arbeiten kann. So, er fährt jetzt hier in den Standard-Busch rein. Ja, also das ist auch so ein Busch, den ich mit einem Light eigentlich regelmäßig anfahre, um dann zu hoffen, dass da hinten der ein oder andere unaufmerksame Heavy-Fahrer crossed. Mal gucken, ob er hier auch Glück hat und da hinten einer vorbeifährt. Kunze-Panzer ist schon auf der Insel. Also er guckt jetzt mal ganz kurz, überprüft. Nee, kann man hier nicht reinwirken. T10 fährt auf die Insel. Irgendein Objekt, das Objekt 263, stellt sich hinten erstmal auf die Insel. Großteil seines Teams fährt zur C1-Position, ist wahrscheinlich nicht schlecht. Emil 2, der TNH, das sieht schon mal ganz brauchbar aus. Yves 3-2 hat sich direkt verabschiedet. Gucken wir mal ganz kurz auf die Uhr. Einen 9er Heavy weggeschmissen nach einer Minute. Dafür mal ganz kurz der obligatorische Clap. So, aber das Gegnerteam tut ihm ja nicht den Gefallen und da scheint auch keiner vorbeizuschauen. Der Schafutur, der war gerade, glaube ich, offen. Da hat er ein bisschen geschnarcht, der gute Odinson. Vielleicht nochmal einen Schluck aus der Kaffeetasse genossen. Ich muss mal ganz kurz gucken, um welche Tageszeit das denn hier gelaufen ist. Um 9.51 Uhr. Alles klar. Also, vormittags gespielt. Vormittags sieht das Matchmaking ganz brauchbar aus. Scheinbar. Das haben ja auch schon viele andere mal geschrieben. Ne? Wenn man so vielleicht in Schicht arbeitet etc., dann hat man vielleicht auch manchmal den Luxus, dass man morgens noch ein paar Runden spielen kann. Er hat mir auch geschrieben, dass er hier seine Leitmission zum T55 Alpha endlich geschafft hat, an der er schon sehr, sehr lange saß. Also wenn ich mir jetzt hier das Fadenkreuz angucke, gut, wir sind in der 32-fachen Vergrößerung. Ah, den macht er auch noch, sexy Schuss. Muss man mit der APCR auch erstmal penetrieren, weil APCR gerade bei den Lights verliert auf Distanz sehr schnell an Durchschlagskraft. Dass er jetzt hier den T10 hat er wahrscheinlich von oben in den Turm oder ins Heck getroffen. Da ist die Panzerung natürlich nicht so stark. Sein Team liegt 4-2 vorne. Es sieht bis jetzt gut aus. Und vor allem wichtig, dass die C1-Position jetzt hier noch gehalten wird. So, und ich glaube, sein Plan war jetzt, in die Mitte zu fahren. Mal kurz gucken, ob man hier auf die Torte schießen kann. Gleichzeitig fahren und Turm drehen. Sieht
noch ein bisschen. Sieht aus, als wenn da die erste Kaffeetasse noch nicht ganz durchgelaufen ist. So, E50 fährt hier in die Mitte. Er ist auch gespottet worden. Er fährt immer relativ weit rausgezoomt mit der Third Person. Und dann wieder relativ krass reingezoomt. Also ist für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn das funktioniert, why not? So. In dem Winkel auf die Unterwanne, das wird nischt. Da ist sogar ein roter Durchschlagsmarker. Aber Turmseite, das ist natürlich ein bisschen besser. Also in dem Winkel bei E75, E50, E50M und Co. braucht ihr gar nicht versuchen, schon gar nicht mit APCR die Unterwanne zu treffen. Da hätte man vielleicht sogar bessere Chancen, auf die Oberwanne zu schießen. Aber nicht mit der Standard-APCR. Also Turm war hier deutlich bessere Wahl. So, WZ. Schöner Treffer ins Heck. Also er schaltet sich jetzt hier mit ein. Ich denke, das ist wichtig. Hat jetzt hier zwar einen Treffer genommen, aber konnte den WZ rausnehmen. Also, man muss sich ja überlegen, ob er jetzt hier in den ganzen Gegenspielern immer die potenziellen Verehrer seiner Tochter sieht. Ich persönlich wäre nicht gerne jemand davon früher gewesen, wenn ich gewusst hätte, der Papa meiner Angebeteten ist leidenschaftlicher Bogenschütze. Dann hätte ich vielleicht davon abgesehen, Liebesbriefe zu schreiben. So, ich glaube, er hat hier versucht, auf die Tracks zu schießen. Bisschen holpriges Aim. Vielleicht ein bisschen hastiges Aim. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass die Maus-Sensitivity vielleicht ein bisschen zu hoch eingestellt ist. Stellt jetzt hier die Torte erstmal auf Track. Und geht jetzt hier für einen sicheren Schuss. Scharfe Tour kommt von hinten. Ah, nutzt hier den Stein, um in Deckung zu fahren. Hat jetzt Glück, dass der Schar ihn nicht jodelt. Und jetzt sollte er zusehen, dass er sich hier rauszieht. 8:9. Also das, was ursprünglich gut aussah hinten auf der C1-Position, hat sich jetzt so ein bisschen in Luft aufgelöst. Ihr seht, dass viele Mitspieler hier verreckt. Emil 2 braucht jetzt auch Hilfe. Odinson hat das realisiert und kommt jetzt dem Emil 2 zu Hilfe. Trackt sich hier fast selber. Der Leopard will hier den Emil. Und auch das 4:30 kommen zur rechten Zeit. Also gut gemacht hier, muss man sagen. Gutes Auge. Also situativ hätte man vielleicht davon ausgehen können und sich gleich hinter den Stein parken, dass dahinter der scharfe Tour hochkommt. Also so ein paar Flüchtigkeitsfehler. Das mit dem Aim sieht manchmal auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es jetzt am Serverfadenkreuz liegt, dass es vielleicht in der Runde geleckt hat. Na, wobei der Ping sieht eigentlich stabil aus. Oder ob es tatsächlich so ein bisschen daran liegt, dass die Maus-Sensitivity nicht on point ist. Sieht auf jeden Fall zwischendurch ein bisschen verzittert aus. So, 2800 Schaden, 1148 Unterstützungsschaden. Ich hätte jetzt an seiner Stelle tatsächlich schon längst den Fuel Tank repariert. Warum? Weil mit jedem Schuss, der jetzt noch kommen könnte, er mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit abfackelt. Also ich hätte jetzt gerade in so einem ruhigen Moment definitiv das große Rap-Kit gezogen und hätte hier versucht, ich hätte jetzt hier meinen Benzintank wieder repariert, einfach um zu verhindern, dass ich jetzt hier durch irgendeinen Schuss dämlicherweise noch angezündet werde, weil er fährt auch mit Ration ohne Feuerlöscher, da ist die Gefahr, dass man dann abbrennt, selbst wenn man jetzt, keine Ahnung, nur von einer HE getroffen wird oder von jetzt zum Beispiel so einem Kunze-Schuss. Den hätte er deutlich überleben können, aber so von den wilden Fahrmanövern sieht das aus, als wenn es auch noch ein bisschen früh ist. 3100 Schaden hat er gemacht, 1600 Unterstützungsschaden, 3 Kills haben wir schon auf der Uhr. Guter Schuss eben auf den Kunze, aber wie gesagt, das ist so eine Sache, die erschließt sich mir jetzt nicht, warum er jetzt nicht schon längst seinen Benzintank repariert hat. Also das mal an euch da draußen, macht das sofort, gerade in den Russen. Wenn ihr dann einen Schuss in die Seite irgendwo bekommt, ihr fackelt sofort lichterloh. Das wollt ihr nicht riskieren. Und das kann man vermeiden. So. 10:10. Das Team ist leicht zurückgekommen, aber die eigenen Mitspieler spielen hier so ein bisschen Fallobst. Also die lassen sich hier zum Teil zu schnell rausnehmen. Immerhin ist der Emil 2 noch am Leben, den er eben das Leben gerettet hat. Die haben die C1-Position oben ja gewonnen gehabt, aber einfach zu viele AP verloren. So, der Schar ballert jetzt auf ihn. Und da wäre ich jetzt schon weggefahren. Der Schar schießt mit Heat in sein Heck.
Gott sei Dank nicht hinten reingetroffen. Und wieder so ein geiles Fahr... wieder so ein geiles Fahrmanöver. Es sieht ein bisschen panisch aus. Aber vielleicht auch geschuldet der Tatsache, dass er hier das Gefühl hat, er kann hier noch die Runde für sein Team holen und hat schon eine relativ brauchbare Runde. Häufig ist es ja so, wenn man dann auch noch aufs Scoreboard oben guckt, hier auf die Mission, und man sieht, uff, ich bin nur noch 2000 Schaden davon entfernt, jetzt hier die Mission zu schaffen, dass man dann auch noch, ein bisschen leichtfertig oder an die Sache rangeht. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also, der scharfe Tour wurde aber weggeklärt. Ich glaube, der Emil 2 hat es gemacht. Und jetzt könnte man ja mal als Torte Full AP auf die Idee kommen. Ich glaube, darauf wartet er hier auch, dass man mal nach vorne fährt. Ja, gut, da steht ein T30, da steht ein One-Shot WZ. Aber dass Odinson jetzt hier nach vorne fährt, das weiß ich nicht. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich persönlich hätte jetzt versucht, mit der Torte eine Kommunikation aufzubauen, weil das ist derjenige. Der hat die Panzerung, der ist noch Full AP, der kann sich noch ein, zwei Schüsse stecken. Der hat eine geile Kanone, eine geile DPM. Also der soll jetzt mal sich hier den Stock aus dem Arsch ziehen und nach vorne fahren. Und ich glaube, erst nachdem jetzt hier Odinson angezeigt hat, dass er selber nach vorne fährt, bewegt sich die Torte jetzt so ganz zaghaft mal mit. Hinten Arti aufgeklärt. Er war es nicht. Die Torte hat die Arti aufgeklärt. Also ich bin weiterhin der Meinung, dass er hier ohne Optiken durch die Gegend fährt. Sondern hier komplett auf Kampf ausgerüstet ist. Weiß ich. Odinson, schreib's gerne mal in die Kommentare. Das sieht mir jetzt so ein bisschen nach dem Setup, Lüftung, Ansetzer, vertikaler Stabilisator aus. Ist für mich jetzt nicht so ganz nachvollziehbar, warum die Torte da hinten die Arti gespottet hat und Odinson selber nicht. Aber... er nimmt jetzt hier den WZ raus, zusammen mit der Torte. Die Torte immer noch Full AP. Und fährt jetzt einfach weiter. Der Cap läuft. Torte fährt weiter in Richtung Base. Also der Torte-Fahrer, wieder so ein Mitspieler, ja, braucht man jetzt nicht unbedingt. Die Torte ist auf den T30 getroffen, dann wissen wir, was im Cap steht. Also Odinson weiß jetzt, WZ111 ist im Cap. Und der rechnet auch damit, dass die beiden Kollegen von der Insel kommen. Deswegen finde ich diesen Move jetzt hier, den er gerade bringt, ja, das hätte ich auch gemacht, nicht über den Süden in die eigene Base zu fahren, auch nicht hier durch die Mitte zu fahren. Den Baum hätte ich vielleicht jetzt versucht, nicht umzufahren, weil manchmal hocken die Leute auch in dieser Kommandantensicht. Also den Anfahrtsweg, den Odinson hier wählt, finde ich gut. Und wir sehen auch, dass der WZ jetzt in die andere Richtung geaimt hat. Oh, das ist aber ein Spiel mit dem Feuer. Oh, hat er ein Glück hier. Der WZ schießt aus der Hüfte, aus der Drehung. Das war jetzt wieder gut. Also ist so dieser zwischen Genie und Wahnsinn ist hier alles dabei. Also der erste Schuss, ja okay. Dann quer vor dem WZ fahren. Weiß ich nicht. Jetzt hier wieder in letzter Sekunde den Trackshot gebracht. Jetzt kurz mal wieder. Also ich glaube, Odinson, bei deinen Mauseinstellungen, da kann man definitiv noch was verbessern. Und es sieht auch so aus, als wenn du ohne Durchschlagsindikator im Fadenkreuz arbeitest. Das Fadenkreuz, was ihr jetzt hier seht, ist nicht mein Fadenkreuz. Aber da wird relativ häufig auf rote Stellen geschossen. Auch eben beim E50 hat man das gesehen. Wenn du da mit einem Durchschlagsindikator arbeitest, hast du zumindest eine ungefähre Ahnung, dass dieser Schuss definitiv niemals durchgehen kann. Jetzt hat er ihn hier im Dauertrack, das sieht gut aus. Also die Fahrmanöver, ich bleib weiter dabei, zwischen Genie und Wahnsinn. Aber ich meine, ganz ehrlich, manchmal sagt man ja auch, das Glück ist mit den Doofen, ne? Oder man muss halt auch einfach nur mal völlig wahnsinnig sein. Mailand sagt ja auch ganz gerne, mach im Leid das Schlechtmöglichste und du kommst immer durch mit der Nummer. So, die Torte, by the way, hat es geschafft, Full HP gegen den T30 zu verlieren. Und laut Anzeige hatte T30 immer noch 1081 HP. Also hier nochmal, nachdem wir schon für den IS-3-2 geklappt haben, auch nochmal ein Clap für den... Übrigens, du hast da hinten den T30 gespottet. Ja. Weiß man jetzt nicht, weil... Also, okay. Odinson. Erstmal einen Schluck Kaffee oder was war das?
Da waren wir wieder beim Thema Wahnsinn oder kurz eingenickt, weil noch so früh. Jetzt Ringelpiez mit Anfassen mit dem T30. Also wie gesagt, Tortefahrer hat es geschafft, Full AP gegen den T30 zu verlieren. Man fragt sich, wie das gehen konnte. Jetzt ist Odinson, nachdem er kurz im Busch eingeschlafen ist, wieder aufgewacht. Ah, ich sehe, worauf das hinausläuft. Der will hier... Ah, zu steiler Winkel. Aber der T30 hat geschossen, der T30 hat die Stockgun. Das heißt, er lädt mega schnell nach. Die Turmdrehgeschwindigkeit vom T30 ist nicht so gut. Aber oh, jetzt hättest du... Ah, Fahrfehler. Oh, nochmal gerettet. Ja, dichter ran an ihn. Nein! Am Ende hat das katastrophale Lenkverhalten Odinsons dazu geführt, hier zu verlieren für ihn selber, das 1 gegen 1. Also ich sag mal so, übersichtsmäßig war das in weiten Teilen sehr gut, immer da geholfen, wo er gebraucht worden ist. Er hat hinten gegen den E50 gut geholfen, gegen den Light, ist dann auch mit in die gegnerische Base reingefahren, hat da dafür gesorgt, dass der Emil 2 das Ganze überlebt, hat zusammen mit dem Objekt 430 da unten auch noch den Leopard PTA rausgenommen. Also da waren phasenweise sehr, sehr gute Manöver dabei. Dann muss man sagen, aim-technisch, da würde ich definitiv, da kannst du noch mehr rausholen, ganz klar, auch für die, die sich das jetzt vielleicht angucken, baut den Durchschlagsindikator mit in euer Fadenkreuz ein. Ja? Wer das nicht weiß, wie das geht, ich habe das erst letzte Woche in einem Einstellungsvideo gezeigt, wie man das machen kann, dann hat man zumindest eine grobe Idee, ist das jetzt ein eigentlich sicherer Durchschlagstreffer? Gelb bedeutet immer 50-50 und rot bedeutet no fucking way. Und wenn ihr dann da rot seht, oder gelb, würde ich mit APCR schon immer drauf verzichten, da zu pennen. Bei dem E50, die Unterwanne war ein roter Durchschlagsindikator, jetzt hier eben bei dem WZ, hätte man sicherlich auch schon vorher Track für Schaden machen können. Die Fahrmanöver waren wild, aber du bist damit durchgekommen. Jetzt hier zum Schluss, der T30 hat eine sehr, sehr langsame Turmdrehgeschwindigkeit. Wenn du hier mit den gleichen Voraussetzungen rangegangen wärst wie gegen den WZ, ich glaube, du bist zum Schluss auch dann wahnsinnig nervös gewesen. Track ihn einfach und dann retrack ihn und fahr um ihn rum. In dem Moment, wo du extrem dicht an dem Panzer dranbleibst, ja, muss er den Turm weitmöglichst drehen und hat die schlechtesten Chancen, dich zu treffen. Je weiter du wegfährst, umso besser kann er noch mit der Wanne nachjustieren und den Turm dann in deine Richtung drehen. Also hier zum Schluss, das hätte man noch ein ganz klein bisschen besser lösen können und dann hättest du die Runde hier sogar gewonnen. 13 AP haben dich hier vom Sieg getrennt. Ärgerlich. Aber man muss auch sagen, es lag mit Sicherheit nicht an dir. Wir haben da Totalausfälle in deinem Team gesehen. Also T30 mit der Stockgun, der die Torte wegerntet. Ja, da können wir ja gleich mal gucken, was die Torte denn so geleistet hat. Ja, die Runde war ein Panzerass, finde ich, verdient, trotz Niederlage. 6.580 Schaden in einem T-54 Lightweight muss man erstmal zusammenfahren. Dann auch noch 1.600 Unterstützungsschaden, also hier über 8.000 kombinierten Schaden. 6 Kills, Großkaliber, Kriegermedaille, schauen wir jetzt hier mal ganz kurz drauf. Also mit dem Emil zusammen und ich denke, der Emil war es definitiv wert, dass du ihn da gerettet hast und ihn gegen den Leopard PTA supportet hast. Der hat hier auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber da hört es dann nach dem Kunze schon auf. Die Torte zwar 1898 Schaden gemacht, aber wie gesagt, wie man Full AP gegen den T30 mit Stockkanone verlieren kann, erschließt sich mir nicht in einem 1 gegen 1. Ja, über diese 9er Heavies hier, Conqueror und IS-3-2 brauchen wir wahrscheinlich auch nicht zu reden. Null Schaden und auch das Objekt 430, null Schaden. Also 4 von den 9ern mit null Schaden, das muss man erstmal kompensieren. Ich meine, das hier sind 2100 HP, die für null Schaden rausgegangen sind. Das hier sind auch 2000 HP, die für null Schaden rausgegangen sind. Das sind auch 2000 HP und das hier sind 1700 HP. Also alles zusammen sind hier einfach mal knappe 8000 HP aus dem eigenen Team flöten gegangen, ohne dass man
quasi nennenswerte Gegenleistung gebracht hat und irgendwer musste das kompensieren und du warst nur 13 HP davon entfernt, das zu kompensieren, also dafür auf jeden Fall Hut ab, sehr, sehr geile Leistung, wenn auch zwischen Genie und Wahnsinn, na, mit einem Augenzwinkern. Gucken wir nochmal kurz auf den detaillierten Report, 38 Mal geschossen, 37 Mal getroffen, 30 Mal penetriert, 1645 Unterstützungsschaden, 13 Minuten 37 hat die Runde gedauert. Trotz Superleistung minus 45.000, weil du zum Schluss dann die Premium-APC erschießen musstest und weil du hier auch noch die Verbrauchsgüter, zumindest einmal eins von den Verbrauchsgütern, das wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, wenn du alles hättest kaufen müssen. Also, die Sachen, die ich quasi dir noch empfehlen würde, Durchschlagsindikator, arbeite nochmal vielleicht so ein bisschen an deinen Maus-Sensitivity-Einstellungen und dann definitiv immer, wenn du kannst, bei den Russen sofort den Benzintank reparieren. Dann hast du das Problem nicht, dass du vielleicht auch noch abfackelst. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, vielleicht konntet ihr ein bisschen was mitnehmen. Odinson, vielen Dank für dieses Wahnsinns-Replay und lasst dem Ganzen auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten. Euch ein schönes Wochenende. Haut rein.